Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map, hier in der Version 1.5 ohne Gräben. Ja. Ich habe wieder hier was mit dem Kreislauf. Nein, ich nicht, sondern mein Axion 800. Da hat sich gerade etwas hinreißen lassen. So, so schnell geht das. Den folgen wir jetzt einmal mit zum Hof. Und der muss dann gar nicht mehr hierher kommen, weil das Feld 18 soweit abgeerntet ist. Und ich glaube sogar, ja, ich weiß nicht, ob sauber abgeerntet ist oder nicht. Aber auf jeden Fall, doch, Feld 18. Ja, Feld 18 ist das. Feld 18 ist abgeerntet gleich. Da steht noch ein Abfahrer, das heißt, den hier kann ich jetzt leer machen lassen. Und dann fahre ich den schon mal zum Feld 14. Jetzt habe ich 730.000 Euro Einnahmen Ernte. Das ist aus dem Verkauf von Geldkassetten. Kommen auch nicht schlecht. 5,2 Millionen haben wir auf dem Konto. Das wären auf jeden Fall schon mal die nächsten Felder. Und 36. Wie weit sind denn die vom Wachstum her? Nicht 9, sondern 29 und 36. Könnten wir auch kaufen. Ja, Feld 14 ernten wir gleich ab. Feld 36 ist echt. Verlockt. Aber nein, ich kaufe es jetzt nicht. Und zwar, weil ich gar keinen Dünger habe. Wobei die Düngerproduktion läuft ja eigentlich, aber. So, jetzt muss ich zusehen, dass ich hier zu meinem Abfahrer komme. Seht ihr? Der Lexion ist nämlich auch schon fertig. So, einmal abladen bitte. Und da sind wir jetzt ganz clever bei Feld 1 und schauen mal, ob das funktioniert. Und laden uns den Kurs Feld 1 Silo. Und er soll dann aber auf Feld 14 gucken. So. Das ist vielleicht nicht ganz so clever, wobei das Feld ist ja leer. Mal gucken. Vielleicht geht's ja. So, leer machen. Rückwärts, auch klar. Ja, Gerste habe ich jetzt, glaube ich, echt lang und schmutzig. Series 7 hat die Aufgabe erledigt.
gucke ich gleich mal. Ja. Ich weiß. Alles gut, mein Großer. Ich bin bei dir. Wartet hier. Kann nicht sein, dass er dann da quer durchs Feld brettert, aber ist mir in dem Fall dann auch egal. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, wo ist mein Drescher? Da. Der fährt doch. Mein Abfahrer. Wir fahren aber jetzt mal hier Richtung Feld 14. Um auch das mal vernünftig jetzt abzuernten. Wir fangen aber nicht hier unten an, sondern wir fangen da oben auf Höhe des Querweges an. Klaas hat den Trigger, das Ende der Route erreicht. Muss den hier eh erstmal aufklappen. Reinlassen. Feld 1, Bilo. Er muss auf Feld 14 gucken. Und Fahrer einstellen. Perfekt. Ja, meh. Die arbeiten hier noch. Feld 14. Feld
kann er ja. Es ist ja nichts Schlimmes jetzt hier, da am Verkehr festzustecken. Super. So, der steht hier schon die ganze Zeit rum. Der kann eigentlich mal Richtung Hof gebracht werden. Der 900er hat durchdrehende Reifen. Halt. Alter. Entladen wäre nicht schlecht. Entladen. Jetzt macht das hier ja gar keinen Sinn, was du hier treibst. Los, 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 los. Fährt hinterher. Schön. Moin. Ja, und er hat keinen Abfahrer. Doch, da kommt jetzt ein Abfahrer. Wie aus dem Nichts. Naja gut, der füllt sich dann zum Glück nicht so schnell, dann ist das auch nicht schlimm, dass der keinen Abfahrer hat. Also ich wollte eigentlich noch nach meinem Strohfahrer kommen. Wo ist er denn? Da. Jetzt erstmal das Stroh von Feld 2 weg. Schön, hier was los auf dem Hof. Echt cool. Echt cool. Feld 20 haben wir. Feld 2. Erst dreschen. Dann Silo. Und am ersten Wegpunkt anfangen.
Mein Halvario steckt im Verkehr fest. Ja, okay, da kann ich mit leben. Passiert euch nicht, ne? Wer viel Vorfahrt hat. Das ist euch vollkommen egal. So, den fahre ich jetzt nicht weg. Den stelle ich jetzt einfach mal ganz blöde hier irgendwo hin, wo er mir nicht meinen Verkehr hier verbaut. Und das war's dann. Weil da gibt's ja bald eine neue Halle für die langen Gespanne und so. Da bauen wir uns ja was. So. Ja, super. Läuft hier, würde ich sagen. So schön. Hey, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Besucht mich bei Facebook Friesenjung13. Besucht meine Website friesenjung13.de. Und ja. Ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn ihr heute auf dem Karfreitag auch heute Nachmittag noch Zeit findet, wieder einzuschalten und zuzuschauen. In diesem Sinne sage ich Ciao.